Hallo und herzlich willkommen zurück zum Talos-Prinzip, ihr lieben Rätselfreunde. Da sind wir wieder. Hier in dieser etwas düstereren Umgebung. Ich schau mal gerade, was haben wir denn hier? Also, wir brauchen auf jeden Fall diesen Block. Und auch, also steht immer drunter, was man braucht, um das Rätsel lösen zu können. Also den Block haben wir und das, wie heißt er nochmal? Das Ding da. Der Connector, glaube ich, den haben wir ja auch. Also hier können wir theoretisch alles lösen, was es gibt. Und wir sehen ja oben B1 und den Ventilator, da haben wir jeweils noch nicht so viele Teile von. Hatten wir das alles durchgeguckt? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich meine schon, ne? Hier hatten wir alles durchgeguckt. Ich gucke gerade nochmal. EL war... EL ist ja weiter. Ja, das hatten wir. Oh, Entschuldigung. Ich vergesse mal, dass ich hier unten hinklicken muss. Die Staatsbürgerschaft hatten wir, glaube ich, auch. Sobald eine künstliche Intelligenz erschaffen wird. Ja, das hatten wir alles. Gut, dann haben wir ja hier soweit alles gelesen. Dann können wir uns in die Rätsel stürzen. Und fangen mal an, ja, bei dem Stab. Den finde ich wo? Da ist er ja schon. Sehr schön. Dann mal schauen, was hier abgeht. Dinge, die man mit Kisten machen kann. Also hier ist wahrscheinlich jetzt erstmal eine Einführung, was wir mit den Kisten machen können. Ja, also, ach, das sind wahrscheinlich Druckplatten. Ah, das war klar. Okay, das kennt man ja schon aus etlichen anderen Spielen, das mit den Druckplatten. Müssen wir erstmal die Kiste finden. Wo haben wir sie denn? Da. Erinnert jetzt ehrlich gesagt wirklich ein bisschen an Portal. So, und jetzt? Leertaste zum Ziel springen. Ja gut, was soll ich da drauf? Ich möchte das nehmen. So, dann schauen wir mal. Das können wir jetzt wahrscheinlich da drauf setzen. Korrekt, dann ist die offen. Ich hole aber schon mal die zweite, die werden wir bestimmt gleich brauchen. Zack. Okay, ach, hier geht's weiter, hab ich gar nicht gesehen. Ja. Kann ich da jetzt durch? Was meint ihr? Nicht sicher. Oder ich benutze die Kiste, um mich zu schützen, aber... Ehrlich gesagt... Komme ich da trotzdem noch nicht vorbei? Ist ja scheiße... Obwohl, doch. Warte mal. Ah, ist ja gut. Mach mal hin da. Oh! Nein! Okay, aber so geht's. Ich hab's nur ein bisschen zu eng bemessen, würde ich sagen. Oh, hier sind ja noch 1000 Sachen. Gar nicht gesehen hier. Ein machtvoller Apparat, der vom Gestalter erschaffen wurde. Was für ein Apparat. Was ist ein Hexaeder? Ja. Ein Würfel. Die Kanten sind abgeschrägt. Das macht es zu einem Dekaeder. Alter, du hast die Vertiefungen vergessen. Mit denen ist es ein super Polyeder. Aber die konvexe Hülle ist ein Dekaeder. Ende der Diskussion. Falsch. Okay, ich weiß jetzt nicht, kann ich hier auch was hinschreiben? Also ich wüsste jetzt nicht, wie. Oder steht das da von den Entwicklern? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob da jemand, ob da jemand einfach was hinschreiben kann oder ob das die Entwickler waren. Keine Ahnung. Ladida. Okay, nochmal hier hin. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich kann es auch einfacher machen. Und zwar so. Okay, so kann ich es nicht machen. Ich dachte, vielleicht kann ich da drauf. Ach, Himmel, Herrgott. Naja, gut. Ist ja schön. Lodido. Also man kann nicht drauf. Die schießen einen trotzdem ab. Gut zu wissen. Dann machen wir es eben einfacher. So, wo ist das Ding? Seht ihr es? Ich sehe es noch nicht. Oh.
Ah, hier müssen wir rüber mit dem Ding. Na, ganz toll. Ach, Mann! Das gibt's doch nicht. Dann noch einmal. Der Regen macht mir zu schaffen, Leute. Ich kann nur bei Sonne denken. So. Jetzt aber. So. Okay. Da ist es. Zack. Okay, wir haben es. Was fehlt hier noch? Ich verstehe nicht, warum der Gestalter solche Fehler in die Welt gesetzt hat, dass es fast scheint, als wäre sie beschädigt. Aber ich muss glauben, dass es einen Sinn gibt, den ich nicht verstehe. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Da kommen wir wieder dahin. Und hier kommen wir wohin? Hier steht noch was. Da ist der Stern. Wenn der Gestalter unfehlbar ist und er mich für einen bestimmten Zweck erschaffen hat, dann muss ich diesem Zweck gewachsen sein. Daraus folgt, dass ich nicht jedes Siegel in diesem Reich finden und horden muss, denn mit den von ihm gegebenen Fähigkeiten sind so viele von ihnen für mich nicht erreichbar. Ja, ist ja schön. Also kann ich das wahrscheinlich noch nicht, den Stern wahrscheinlich noch nicht holen, oder was? Oder was wollt ihr mir damit sagen? Also, ihr scheint, das Wetter scheint sich ein wenig verbessert zu haben. Warum auch immer. So. Okay. Wo war jetzt der Stern war jetzt da. Oh, lecker. Dann holen wir uns jetzt mal erstmal noch hier das Ding. Freundliches Kreuzfeuer. So, so. Ah, hier haben wir auf jeden Fall mal einen Jammer. Da oben ist einer, da sind zwei. Mehrere Türen. Da ist ein Klotz. Okay, schauen wir mal. Ich mach erstmal dich aus. Ich weiß jetzt gar nicht. Kann ich da überhaupt irgendwie hin? Nee, ne? Ich muss, glaube ich, erstmal den ausschalten. Wie weit gehen die denn? Okay. Das ist nicht sehr weit. Ist da irgendwo eine Stromversorgung? Nee, ne? Ja. Nicht sicher. Ernsthaft jetzt? Wen soll ich? Da kann ich ja trotzdem nirgends hin. Ist ja gut. Und hier ist auch nichts mehr, oder? Ich will was übersehen. Hier ist wieder so eine Hilfe. Ich den vielleicht rauslasse, dass der sich da mit dem... Aha, einer weniger. Seht ihr, so geht das. So, jetzt kann ich den, glaube ich, ausmachen und wenigstens da mal lang gehen. Und mir vielleicht den Block schnappen. Ist die Frage, da kann ich wahrscheinlich nicht. Bis dahin komme ich nicht. Ist das korrekt? Aber wenn der an ist, komme ich auch nicht. Wieso haben die sich eigentlich nicht hier? Warum gehen die nicht in die Luft, die beiden? Kann man das mal erklären? Nee, hier komme ich. Ist ja gut. Nee. Wobei. Okay, das geht. Aber ich komme nie durch die Tür, oder? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ist es denn jetzt passiert? Ach, der Block, der war im Weg. Jetzt habe ich es verstanden. Oder? Der Block war im Weg? Ja, der Block war im Weg. Ja, dann ist natürlich klar. Aber ich komme jetzt schon rein. Ich kann jetzt schon das Ding holen. Aber hier ist doch noch weiter. War ich jetzt zu gut? Oder musste ich hier nur den einen rauslassen? Ah, ein Stern! Sehr schön. Na, so läuft's doch. Na gut. Sonst noch irgendwas? Seht ihr, die Sonne ist an und ich kann schon wieder ein bisschen klarer denken. Die Sonne ist vor allen Dingen an, Leute.
Gut, dann hätten wir hier soweit alles. Ich hätte aber trotzdem mal gerne gewusst, was hier kommt. Bitte, wenn irgendjemand ja, dann gut. Zweifle nicht an dir selbst. Du hast diese Prüfung bereits bestanden. Ja, gut. Jetzt wird das Wetter wieder, ist umgeschlagen. Es wird wieder schlechter. Okay. Gehen wir mal hier rein. Das hätten wir auch da lang gekonnt. Schauen wir mal. Über den Zaun steigen. Jetzt haben wir zwei Sachen zur Verfügung. Einen Reflektor und einen Konnektor und Kästen. Ja, aha. Okay, man kann also die da drauf stellen. Sehe ich hier irgendwas? Nein. Ich muss den Strahl hier hinbekommen. Hier kann ich auch hinter. Da kann ich den doch von hier, glaube ich, oder? Wenn, das, wenn der bis dahin geht, würde das vielleicht klappen. Kann ich beides nehmen? Nein, ich kann nicht beides nehmen. Dann machen wir erstmal den. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier drauf. Muss ich da auch drauf? Ach, komm jetzt. Wie mache ich das denn? So, ja, und jetzt sollst du ihn connecten. Ah, so mache ich das. Okay. Okay, den hätten wir auch. Das heißt, wir haben jetzt drei vom B, zwei vom Ventilator und zwei von der 1. Immerhin. So, was haben wir hier? Hier geht's weiter. Hier kommen wir zu einem L, in dem wir wieder beides brauchen. Du weißt, dass du den, dass du die Strahlen nicht kreuzen sollst. Ja, 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 ja. Da ist das Dingen. Da haben wir einen roten. Muss mal gerade gucken, ob ich den Timer anhabe, aber ich meine schon. Ja, habe ich. Gut, 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 gut. Ja, hier komme ich nicht durch. Dafür brauche ich einen Jammer. Da sind zwei Konnektoren. Da ist blau. Ich brauche aber einen Jammer, oder? Ach nee, ich kann hier. Nee, nee, ich brauche keinen Jammer. Brauche ich nicht. So, warte mal. Hier ist rot. Da ist rot. Ja, dann kann ich doch einfach erstmal die beiden verknüpfen. Zack. Dann haben wir hier einen Kasten. Und ich soll die nicht kreuzen. Das heißt, der Kasten... Warte mal. Der Kasten muss wahrscheinlich... Wenn der... Ne, der muss hier drüber. Der muss also hier irgendwo hin. Mal testen, ob das funktioniert. So, wie war das jetzt? Ich muss erst den auswählen. Dann den auswählen. Und dann den auswählen. Ja. Passt. Das vierte vom B. Okay. Also B, es wird wahrscheinlich die Stage sein. Wir hatten ja gesehen, dass es mehrere Stages gibt. Durch dicke Bäume kann man also nicht durchgehen. Ne? Den hätten wir also auch. Dann gehen wir mal weiter. Hier, der letzte. Ein kleiner Summer. Okay, da ist schon wieder böse. Hier ist, haben wir einen Konnektor. Mit dem werde ich nichts anderes machen können, als den hier hinzustellen und mit dem zu verknüpfen. Bleibt mal ganz kurz auf. Das heißt, ich kann den hier einsperren. Okay. Ist das so einer wie eben? Der sieht so ein bisschen anders aus. Ja. Der scheint
Darf ich den nicht berühren oder was? Da ist der Timer abgelaufen, liebe Leute, aber ich will jetzt testen, ob ich den berühren kann. Ich kann den berühren, dann muss er nur ein. Okay. Vielleicht nicht öfter. Okay, dann hätten wir den aber auch. Das heißt, wir haben alle von B haben wir. Das ist auch schon mal gut. Das ist ein guter Abschluss für diese Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Das war wieder mal das Talos-Prinzip und ich hoffe, ihr seid weiterhin heiß darauf, hier weiterzumachen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.